Okay, cool, fangen wir an. Kingdom Two Crowns hat nämlich heute zufälligerweise ein Update bekommen. Ich habe das Spiel schon mal auf dem Kanal gespielt, eine ganze Zeit lang. Ich finde es ziemlich super, ich finde es ziemlich cool. Und jetzt gibt es ein Crossover. Kingdoms Two Crowns hat quasi ein Crossover bekommen mit... Irgendwo hier habe ich es auch. Bloodstain, Ritual of the Night, dem inoffiziellen Castlevania-Nachfolger vom Original-Castlevania-Macher, das sich super stark wie ein alter, älteres, so mittelaltes Castlevania-Spiel anfühlt. Ziemlich cool, am Anfang recht verbuggt, ich glaube mittlerweile ganz gut repariert, aber eigentlich ziemlich cooles Spiel. Und nun haben eben zwei Indie-Spiele, die ich gerne mag, eine düstere Ehe sind sie eingegangen. Und jetzt schauen wir uns mal Kingdom Two Crowns an. Das neue Update. Kingdom Two Crowns an sich kennen wir ja. Yeah. Sag ich da nur. Ich bin bereit. Königreich zwei Kronen. Der erste Teil der Reihe, den man zu zweit spielen kann. Deswegen wahrscheinlich Two Crowns. Wir werden es heute nicht zu zweit spielen. Wir spielen ganz alleine. Wir spielen es ganz alleine. Eure Majestät, Sir Landsquid, spielt heute Kingdom Deadlands. Tada, quasi eine neue Fraktion. Und wir starten mit der Protagonistin aus Bloodstain als unsere Heldin. Schauen wir mal. Wir sind auch eine neue Fraktion mit neuen Fähigkeiten, neuen Gebäuden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was uns erwartet. Aber ich erwarte, dass es cool wird. Das Pferd ist tot. Sie ist jetzt erst. Also es wirkt sehr lebendig, aber guck mal, das hat Knochen, Gerippe und so. Das ist ein Zombie-Pferd. Eine einsame Königin trägt die Krone in ein neues Land. Auf unserem Zombie-Pferd, das finde ich schon cool. Eine coole Fraktion auf jeden Fall. Die Untoten oder so? Keine Ahnung. Ja, ja, Geist, ich komme schon. Oh, die Statue im Hintergrund schon alleine. Das ist nett, weil im Hauptspiel, im ursprünglichen Spiel ohne Mods, stehen auch so Statuen hinten, die aber wie so prächtige Könige aussehen. Und nicht so creepy. Hier stehen... Ah, drücken. Geben wir den beiden Bettlern Geld, damit sie Rekruten werden. Kaufen wir einen Bogen. Und einen Hammer. Damit unsere beiden Rekruten, unsere beiden Leute, ein Bogenschütze und ein Bauarbeiter werden. Und jetzt können wir hier eine Mauer aufbauen. Und hier auch. Oh nee, warte mal, stimmt gar nicht. Ich soll noch jemanden rekrutieren. Na gut, von mir aus. Warte mal, ich habe keine Münze mehr, oder? Doch, meine letzte Münze. Ist das wirklich so eine gute Idee, dass ich meine letzte Münze jetzt hier ausgebe? Geist. Der Tutorial-Geist wird schon wissen. Hi, Fichtenholz, wie geht's? Hallo. Ah, ich glaube, ich habe immer so viel Münzen im Tutorial in meinem Inventar, wie ich gerade brauche für die Aufgabe. Ich verstehe. Können wir noch einen Bogenschützen rekrutieren? Baue, erweitere, verteidige. Genau, jetzt geht's quasi los. Holzen wir mal ein paar Bäumchen ab. Mir geht's auch ganz gut, dankeschön. Alles cool hier, soweit. Ich war heute den ganzen Tag furchtbar müde. Furchtbar, ich konnte gar nicht so viel schlafen, wie ich müde war. Irgendwie, keine Ahnung. Das war echt
Aber jetzt geht, jetzt werde ich wach. Jetzt um 19 Uhr werde ich munter, damit ich wieder bis 3 Uhr morgens wach bin, wie immer. Alles ganz normal, also im Grunde. So, wir müssen ein bisschen auf die Tageszeit achten. Nachts sollten unsere Handwerker nicht mehr draußen unterwegs sein. Ich glaube, es ist früh morgens, oder? Ich hoffe, es ist früh morgens und nicht schon spät abends. Erkund jetzt mal ein bisschen in die Richtung. Schauen wir mal, was sich auf der Map noch so befindet. Düstere Wälder. Eine Schatzkiste. Sehr gut. Das ist gutes Startgold. Das können wir brauchen. Unbedingt. Pferd wird müde. Trinken wir mal was. Essen wir mal was. Also Gras. Grasen wir. Lassen wir das Pferd grasen. Bestimmt. Okay. Noch eine Schatzkiste. Checkpot. Das ist eine Expertenhütte. Dafür brauchen wir Diamanten. Die haben wir nicht. Sonst könnten wir einen Spezialisten engagieren. Bin gespannt, ob diese neue Fraktion wirklich auch neue Spezialisten hat, zum Beispiel. Darf man fragen, wie viele Satisfactory-Folgen du schon vorproduziert hast? Ich glaube eigentlich... Oh oh, die Gier kommt schon. Ich glaube, das war es jetzt schon langsam. Ich glaube, jetzt gehen die zur Neige. Und leider wird es ein bisschen dauern, bis ich dann wieder neue aufnehmen kann jetzt. Weil momentan bin ich überfordert, ausgelastet und fix und fertig. Das ist wirklich schlimm. Deswegen wird es leider ein bisschen dauern, bis ich dann neue aufnehmen kann. Aber ich hoffe, ich denke und hoffe, dass ich grundsätzlich neu aufnehmen werde. Pferd, wir müssen uns beeilen. Es war doch schon abends. Ich dachte, es war früh morgens. Es war doch schon abends. Jetzt haben wir ein Problem. Aber wir schaffen es schon. Das Pferd ist nur leider ein bisschen erledigt und kann kaum noch sprinten. Ich meine, das hat ist auch... Wahrscheinlich hat es nicht mal eine Lunge, oder? Wer weiß. Ich weiß nicht, wie viel organisches Material noch an diesem Pferd ist. So. Handwerker, bau mal noch ein Türmchen. Der Händler ist da. Das ist gut. Dann können wir morgen... Ah, der Jäger hat ein bisschen gesammelt. Okay. Sollten wir in die Richtung eigentlich auch Verteidigung aufbauen? Hätten wir machen sollen. Dammit. Hier, nimm das Gold und hau ab. Arsch. Ich hasse ihn. Niemand! Danke fürs Subscriben. Schön, dass du mit dabei bist. Niemand. Hallo. Niemand just subscribed. Ups, wollte ich nicht. Okay, die erste Nacht ist ziemlich Schonfristnacht, merke ich so. Den Baum darf ich jetzt nicht fällen. Das ist wirklich am Anfang wichtig. Weil sonst verschwindet dieses Menschenlager. Und dann kann ich keine Menschen mehr rekrutieren. Und das ist ziemlich wichtig. Das heißt aber auch, dass wir uns in die Richtung nicht großartig ausbreiten können. Ich werde hier mal ein Verteidigungstürmchen und eine Mauer bauen. In die Richtung. Und in die andere Richtung könnten wir versuchen, uns ein bisschen zu erweitern. Händler, hier, nimm das Gold, investier's gut. Komm morgen wieder. Ich mache einen zweiten und vielleicht einen dritten Bauarbeiter. Und einen Bogenschützen unbedingt. Ich bereite schon mal noch einen Bogenschützen vor, weil die Bogenschützen verdienen für mich Geld. Die gehen jagen tagsüber, was ziemlich cool ist und ziemlich wichtig ist. Aber wenn die in Türmen feststecken, verteidigen die uns und haben keine Zeit zu jagen. Deswegen braucht man immer mehr Bogenschützen, als man Türme hat. Man braucht sowieso... Bogenschützen sind das A und O in dem Spiel. Eigentlich braucht man nur Bogenschützen. Alles andere ist egal. Hi Felix. Hallo, wie geht's? Kingdom Two Crowns heißt das Spiel. Das hat jetzt ein neues Update bekommen. Habe ich vorher schon erzählt. Und zwar ein Crossover mit Bloodstained Ritual of the Night. Die
Man erkennt es schon, aber es ist natürlich in diesem Pixel-Look ein bisschen schemenhaft. Aber wir spielen quasi gerade die Protagonistin aus Bloodstained als Monarchin hier. Ihr eigenes untotes, düsteres Superreich aufbaut. Ich meine, so richtig untot sehen die nicht aus, ne? Aber unser Pferd sieht ziemlich untot aus. Unsere Arbeiter eher weniger. Ah ja, stimmt, hier sind Hühner. Warum jagen die Hühner? Ich verstehe das nicht ganz, warum die Hühner... Wir könnten die vielleicht irgendwie... Also quasi züchten und deren Eier essen. Ich glaube, das wäre die bessere Idee, als sie hier auszurotten durch Jagd. Aber hey, ihr seid die Jäger. Ihr wisst das besser, glaube ich. Wenn ich genug Münzen noch habe, ja, dann graden wir mal unser Haupthaus auf. Felix, danke für die Bits. Gleich wieder ins Glas rieseln. Hi Lucario, hallo. Wie geht's? Schnellbettler, komm in unsere beschützenden Arme, in unser Lager. Ach, da haben wir gleich noch ein Lager. Interessant. Und da ist eine Glocke, ein Wegweiser. Macht er was? Nee. Ich hab ein bisschen Angst, gleich kommt die Gier wieder. Da ist unser Schiff, das müssen wir reparieren. Das ist letztendlich das Ziel auf dieser Karte hier. Die Gier kommt, schnell zurück hinter die schützenden Mauern. Hey Ramsi, hallo, wie geht's? Katze, Hammer. Hä? Was? ab in die Deckung. Am Anfang ist die Gier sehr harmlos, aber die wird sehr schnell viel gefährlicher. Am Anfang habe ich gedacht, dass der Geldsack... Die Bedose ist da oben. Ja, stimmt. Sieht auch ein bisschen so aus. Das wäre natürlich voll cool, wenn es da so ein Twitch-Crossover geben würde mit dem Spiel, dass der Geldbeutel gleichzeitig die Spendendose ist. Und dass ich dann auch Währung kriege quasi, wenn irgendwie Bit oder Geld gespendet wird im Spiel. Das wäre super. Mir geht's auch gut. Danke, Ramsi. Alles cool soweit. So, ich gehe jetzt heute mal in die Richtung ein bisschen explorieren. Die andere Seite ist, glaube ich, jetzt erstmal gut genug bewacht. Mal schauen, ob wir auf der Seite irgendwelche coolen Belohnungen finden. Es wäre natürlich cool, da hier unser Schiff ist und wir viel reparieren müssen an dem Schiff, wenn wir irgendwo eine Mauer bauen könnten. Aber dadurch, dass überall Dörfer sind, die ich nicht abreißen will... Schwierig. Was haben wir denn hier? Ist das was? Ja, da bräuchten wir einen Edelstein. Haben wir nicht. Da könnten wir wahrscheinlich irgendein spezielles Reittier kriegen oder so. Ein Schatz. Das ist schon mal gut. Ja, mit dem Geld. Wie viel hat das gekostet, das Game? Oh, ich kann es dir nicht sagen, weil das eigentlich schon super alt ist. Also super alt, aber schon ein paar Jahre bestimmt. Oder über ein Jahr, definitiv. Aber auf jeden Fall, eben erst vor kurzem wieder geupdatet. Aber so teuer ist das nicht. Da gibt es auch ganz viele verschiedene. Kingdom Two Crowns ist das neueste, aber es gibt auch das Original Kingdom und Kingdom... Wie hieß das andere Kingdom? Ich glaube, schauen wir mal kurz. Weil man kann auch vielleicht erstmal mit den Älteren anfangen. Wenn man Bock hat, dann spart man auf jeden Fall nochmal Geld, wenn der Geldbeutel klein ist. Wartet mal kurz. Ich sortiere es kurz alphabetisch. Dann schauen wir schnell. Wo sind sie denn, die Kingdoms? Moment, jetzt bin ich schon zu weit. Ah, hier, New Lands, genau, New Lands. Aber ich kann dir nicht sagen, wie viel die gekostet haben, keine Ahnung. Aber wie gesagt, teuer sind die nicht, glaube ich. So viel Zeit muss sein. So, wenn die jetzt die Bäume hier fällen, könnten wir Glück haben, das Gebiet hier offiziell erschließen. Aber ich bin mir nicht sicher.
hoffe nur, die schaffen es rechtzeitig, hierher zu kommen und wieder abzuhauen. Das Waldstück hier, der Wald müsste sich auflösen, dann wäre alles cool. Ich weiß nicht, an welchen Bäumen der Wald hängt. Oh, was haben wir denn hier? Das sieht aus wie eine Kriegsstatue. Auch hier brauchen wir Edelsteine. Premium-Währung, die man für Echtgeld kaufen muss. Nee, Quatsch. So was hat das Spiel zum Glück nicht. Aber das ist sehr spezielle Währung. Die kriegt man nicht so ohne weiteres. Oh, keine Ausdauer mehr und es wird dunkel. Jetzt die Gier kommt. Ein Problem. Pferdchen. Das Pferd hat aber auch null Ausdauer. Also so untote Pferde sind echt nicht gerade die besten Sprinter. Da ist ein bisschen Gras, glaube ich. Oder ist das Gras? Nee? Okay. Wir bräuchten echt ein bisschen Gras, damit das untote Pferd seine Ausdauer regenerieren kann. Waren die Nächte schon immer so kurz in dem Spiel? Ich habe die länger in Erinnerung, ehrlich. Ich weiß nicht genau, ob es stimmt. Ja, versuche in unser Dorf zu kommen, weil wenn das nicht schafft, ist er wenigstens Beute für die Gier und hält sie ein bisschen ab. Das ist nicht sehr nett, ich weiß. Aber er stirbt ja nicht. Ihm wird nur alles genommen. Und er wird dann wieder zum Bettler. Ich meine, ist auch nicht super cool, aber... Wenn ich sterbe, ist alles vorbei. Insofern... Nee, komm, du da. Ja. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen... Na, so viel Gold haben wir gar nicht. Aber unsere Jäger waren bestimmt auch fleißig, während ich weg bin. Bin mir sicher. Im Moment gibt es Shogun 2 gratis für Steam. Ah ja, das ist ja cool. Der Steindude ist ein Endboss. Nee. Das sind so Verstärkungsstatuen. Die helfen einem. Die geben einem Bonis. Das Spiel ist aber relativ kryptisch und verrät einem nie so ganz, was eigentlich los ist. Das muss man so ein bisschen selber rausfinden, einfach alles. Oder in einem Wiki nachschauen, das geht auch. Das ist Plan B. So, und jetzt machen wir noch ganz viele Bogenschützen, wenn es geht. Weil Bogenschützen kann man definitiv nie genug haben. Man kann viel, viel genug haben in dem Spiel, aber Bogenschützen nie. Händler, hier hast du ein bisschen Geld. Soll ich unser Haupthaus upgraden schon oder lieber mal verbessern wir lieber mal die Außenmauer auf der Seite noch. Dann sind wir, glaube ich, relativ sicher. Sehr viel sicherer können wir auf der ersten Map mit unserer Fraktion hier gar nicht werden anscheinend. Und jetzt würde ich gerne wirklich hier unsere Grenze verschieben, damit ich mal eine Farm bauen kann. Aber ich finde keine günstige Position. Für eine Farm brauchen wir diese Wasserfontänen. Das heißt, ich bräuchte jetzt irgendwie... Ja, hier könnte ich eine Mauer bauen. Ah, oh, das ist perfekt hier. Wunderbar. Eine Mauer und ein Verteidigungsturm. Perfekt. Das ist alles, was wir brauchen. Hallo, Eldon. Immer wieder Österreich. Hä? Was? Hallo, auf jeden Fall. So, hoffen wir mal, dass die das upgraden. Schnell genug. Dann könnten wir nämlich wirklich gleich noch eine Farm in Auftrag geben. Das ist gut. Die produziert im Grunde durchgehend Nahrung, außer im Winter. Winter ist sowieso immer ein bisschen schwierig in dem Spiel. Ich habe gehört, da gab es ein Update zwischendrin. Das habe ich aber schon, also nicht mehr gespielt. Aber durch irgendein Update ist der Winter anscheinend nicht mehr ganz so schlimm, weil irgendeine Methode eingeführt wurde, mit der man auch im Winter Geld verdienen kann. Aber keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, sehr gut. Das dürfte erstmal ein bisschen sicher sein. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Kohle. Also man muss im Grunde auch den Wald immer so ein bisschen zurückdrängen, damit man quasi sein Königreich erweitern kann.
Und so verdient man auch gleich ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Weil das Baumfällen kostet eine Münze. Und wenn der Baum gefällt ist, droppt er zwischen einer und zwei Münzen. Also ein bisschen Profit macht man durchs Bäumefällen. Aber die Jäger, die die Hühner jagen, aus irgendeinem Grund, sind schon das Wichtigste. Und dafür braucht man Wiese. Man sollte sich also auch nicht die ganze Wiese kaputt machen. So. Cool. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt, auf der ersten Map können wir die Gier noch gar nicht besiegen. Wir müssen jetzt dann einfach das Schiff reparieren. Deswegen wird jetzt der Turm hier nochmal aufgebessert. Und dann versuche ich mal auf der anderen Seite zu sichern. Beziehungsweise baue ich mal hier vorsichtshalber noch ein kleines Türmchen. Weil ich komme hier wahrscheinlich länger nicht mehr vorbei. Kann passieren, dass wir dann überrannt werden. Und dann ist alles total blöd. Duckickstar. Hi. Danke fürs Followen. Und schön, dass du mit dabei bist. Und hallo Gestafft. Wie geht's? So. Habt ihr noch Münzen für mich? Nö. Schade, schade. Ich habe überhaupt keine Münze. Ich bin pleite. Ach, das ist schlecht. Pleite sein ist nicht so gut. Mann, ey. Sascha, danke fürs Subscriben. Cool. Hi. Willkommen. Ah, Händler. Du hast Kohle für mich. Sehr gut. Hier hast du gleich wieder eine Kohle zurück. Und wir rekrutieren noch ein paar Bettler. Auf dem Weg zum Schiff. Beziehungsweise auf dem Weg hier irgendeine sinnvolle Verteidigung aufzubauen. Hey, das Pferd hat so wenig Ausdauer. Das geht mir fast auf die Nerven. Mensch. Felix, vielen Dank. Mir geht's auch gut, Gustav. Danke. Ah, oh, das Glas ist so schön voll jetzt. Jetzt fehlt dann wieder ein dicker Brocken, der alles raussprengt. So, ich muss wahrscheinlich von der Seite den Wald wegfällen, genau. Mal schauen, ob wir einigermaßen den Wald wegkriegen. Das Blöde ist jetzt nämlich, unsere Handwerker laufen jetzt den ganzen Weg von unserem Dorf hierher, fällen die Bäume und laufen dann zurück. In der Zeit kommen wahrscheinlich die Monster und dann werden alle gefressen. Und das ist blöd. Aber wir werden es mal versuchen. Weil ich glaube, die sind gleich hier. Ja, genau. Die kommen nämlich jetzt dann wahrscheinlich schon. Die laufen nämlich immer schon so los, damit die dann wirklich nachts schon bei mir sind. Also laufen die schon am Abend los, wenn die Sonne untergeht. Und die Sonne geht gleich unter. War der Tag-Nacht-Zyklus schon immer so schnell oder ist das jetzt mit dem Update anders geworden? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ruh dich aus, Knochenpferd. Wir müssen möglicherweise relativ schnell gleich weglaufen. Und meine Handwerker kommen, glaube ich, einfach nicht mehr so weit. Wenn ich jetzt Geld hätte, könnte ich die Gier aufhalten. Ich kann dir nämlich einfach Münzen hinwerfen. Dann nimmt jeder Gier, der spawnt, eine Münze und haut damit ab. Aber leider befürchte ich, habe ich keine Münzen. Und jetzt kommen natürlich die Handwerker. Handwerker, lauft! Ihr Trottel! Das habt ihr jetzt davon, weil... Nein! Okay, warte. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, die nehmen denen jetzt die Hämmer weg. Das ist total blöd. Die Hämmer sind wertvoll. Die kosten echt viel Geld, ihr Schweine. Ah, toll. Machst du dir gleich wieder eine Pizza? Hä? Wieso eine Pizza? Ich glaube, ich habe mir während des Streams noch nie eine Pizza gemacht, oder? Hi, Lancelot. Doch, hast du. Nein, 24-Stunden-Stream vielleicht. Das kann ich mir vorstellen.
Aber dann während einer Pause wahrscheinlich. So. Eine Münze. Haben die Jäger wirklich eine Münze gesammelt, den ganzen Tag über? Verdammt, gut, dass der Händler da ist. In späteren Leveln gibt es dann keinen Händler mehr, der einem jeden Tag so eine kleine Finanzspritze gibt. Und dann wird es echt schwierig, teilweise an Geld zu kommen. Schauen wir mal. Ah ja, stimmt, warte mal. Ich habe ja Farmen gebaut, aber noch gar keine Farmer. Wo ist denn mein Farmer-Rekrutierungshäuschen? Oder funktionieren die Untoten ein bisschen anders als andere Farmer? Bin mir jetzt nicht sicher. Irgendwie. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Naja. Und, wie läuft's bei euch? Ja, her mit den Kohlen. Na, also, so kenne ich meine Jäger und Bogenschützen. Das ist nett. Das ist schön. Das ist cool. Ja, die Vorgänge habe ich auch gespielt. Ich glaube nicht alle. Ich glaube, den ersten habe ich nicht gespielt. Ich glaube, ich habe mit New Lands gleich angefangen. Und den habe ich schon am längsten gespielt, weil der auch wirklich so etwas wie eine Kampagne hat, die wirklich übergreifend ist. Was ganz cool ist. Weil man wirklich zwischen Welten hin und her reisen kann und so weiter. Das ist ganz cool gemacht. Das hatten die Vorgänger noch nicht in dem Ausmaß. Eine für dich, eine für dich. Heute müssen wir erstmal wieder ein bisschen. Wie viel Geld habe ich? Zeig mir noch mal mein Geldbeutelspiel, bitte. Ich dachte, das sehe ich, wenn ich stehen bleibe. Nee? Okay, na gut. Ah. Ja, jetzt war ich schnell. Schnell, bevor es dunkel wird. Wenn doch hier nur irgendwo eine Mauer zu bauen wäre. Ah, warte mal. Die ist jetzt frei geworden, oder? Yes, hier können wir jetzt eine Mauer bauen. Schaffen wir das heute Nacht noch? Höchstwahrscheinlich nicht. Ich versuch's trotzdem. Yeah. Siehst du eigentlich den Sport noch durch? Ja, total. Aber mit eiserner Disziplin bis jetzt noch. Jeden Tag versuche ich mindestens eine Stunde zusammenzukriegen an Sport. Ich habe dafür entweder Wii Boxing oder Ring Fit oder so ein Rad einfach nur, auf dem man strampelt. Oder Just Dance. Ich habe tatsächlich mal Just Dance gespielt. Hat sich die Merlin gekauft im Sale. Irgendwie das vom letzten Jahr für 5 € oder lass es 7 sein. Ich weiß es nicht mehr. Das ist bescheuert, Just Dance. Aber irgendwie schon auch lustig. Solange man sich nicht selber sieht, merkt man, glaube ich, gar nicht, wie dämlich man aussieht. Und dann ist alles okay. Soll ich die abwehren mit Gold? Ich glaube schon, oder? So viele sind es, glaube ich, noch nicht. Hier, komm. Jeder eins und dann haut ab. Damit die Handwerker die Mauer wenigstens bis morgen fertig kriegen. Das wäre schon mal gut. So. Aber ich habe auch, weil du schreibst, dass ich schmaler aussehe, auch mein Bart geschoren. Das macht wahrscheinlich auch was aus. Let's Dance streamen. Ich habe sogar mal drüber nachgedacht, ob ich mich da zum Affen machen will. Aber nee, habe ich mir dann gedacht. Und hi übrigens, genau. Ungo, hi. Dr. Edison, danke fürs Subscriben. Vielen Dank. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, da war sie. Die Subscriber-Bombe, die ins Glas gefallen ist und die Bits rumgesprengt hat. Schön. Darauf habe ich gewartet. Ein Video reicht ja. Ein Just Dance-Video. Das Spiel will uns jetzt dauernd dieses Abo andrehen. Es ist ja nämlich so anscheinend, dass wenn man Just Dance kauft, kriegt man ungefähr 40 Lieder, die da bei dem Spiel mit dabei sind. Und dann zahlt man irgendwie ein paar Euro im Monat, damit man auf die ganze Bibliothek zugreifen kann. Das ist irgendwie echt ein bisschen komisch auch,
Weil jedes Spiel, soweit ich das verstanden habe, egal ob 2018, 19 oder 20, ganz egal, kann dann quasi auf das volle Spektrum an Liedern zugreifen, das es jemals gab für diesen monatlichen Betrag. Und dann frage ich mich, warum verkauft sich das Spiel eigentlich jedes Jahr wieder so verdammt gut? Warum bricht das immer wieder seine eigenen Verkaufsrekorde, Just Dance, wenn man auch mit alten Versionen von Just Dance Zugriff auf alle Lieder hat? Weil jedes Jahr ein neues Spiel kaufen ist, glaube ich, teurer wie dieses Abo-Modell, aber ich bin mir nicht sicher. Naja, auf jeden Fall, so ist das. Musste mal sein, beste Resident Evil YouTube-Videos. Das freut mich. Dankeschön, Addison. Wie mit Fallout First. Ja, aber es ist ungefähr so, als ob es so ein Abo-Service von Fallout First geben würde. Und wenn man dann Fallout 3 besitzt, kann man auch Fallout 1, 2, 4, New Vegas und 76 spielen oder sowas in der Art. Ganz komisch. Den Let's Dance Stream exklusiv für Patreon. Das ist eine gute Idee. Das stimmt. Jetzt, wo es nicht mehr für die Wii angeboten wird, bestimmt nicht mehr. Wird das wirklich nicht mehr für die Wii angeboten? Weil das, da kam ja für die Wii, kamen ja die neuen Just Dance Teile noch raus, als die Wii, also dachte ich, schon relativ tot ist. Aber scheinbar gab es für Ubisoft, für Just Dance da immer noch genug Kunden, damit man die Just Dance Reihe am Leben hält. Ja, Jäger, bringt mir euer Geld. Ach, Jäger sind einfach die beste Geldquelle. Wenn man viele Wiesen hat, man braucht viele Wiesen. Achso, du meinst, wenn man da auch Vollpreis zahlt und dann nochmal. Das stimmt. Das stimmt. Ich komme einfach echt nicht über den Preis von Fallout 76 Fallout First hinweg. Das ist schon ein bisschen krass, oder? Hey, Bogenschütze, warum gehst du eigentlich nicht hinter die Mauer und lässt dich da draußen fressen? Dass man da wirklich ein Vollpreisspiel kauft und dann soll man 15 Euro im Monat zahlen. Das ist kein MMORPG oder so, wo man wirklich irgendwie großartigen Content irgendwie jeden Monat kriegt. Also habe ich zumindest nicht das Gefühl, dass das bei Fallout so ist. Alles, was die bis jetzt nachgeliefert haben, waren eigentlich quasi Bugfixes und Features, die es von Anfang an hätte geben sollen. Jetzt mit den NPCs kann man vielleicht davon reden, dass das das erste echte Update war für Fallout 76. Alles andere war einfach notwendige Reparatur irgendwie. Naja. Bringt mir eure Bettler. So, jetzt können wir, glaube ich, gemütlich anfangen, jeden Tag unser Geld zu kassieren und unser Schiff zu reparieren. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Hey, jetzt ihr im Chat, die ihr da seid. Gibt's Themen zu Resident Evil oder Fallout oder vielleicht auch zu irgendeinem ganz anderen Universum, die euch interessieren würden, die ich noch nicht in Videoform abgedeckt habe? Ich kann nichts versprechen, aber ihr könnt gern mal eure Vorschläge und Wünsche in den Chat schreiben. Ich werde es gegebenenfalls mal auf meine To-Do-Liste aufnehmen, aber wie gesagt, ohne Gewehr. Dieses Videoproduktionsangebot ist wie immer ohne Gewehr. Also man darf sich davon keine Waffen kaufen. Keine Feuerwaffen heißt das, glaube ich. Oder? So habe ich das immer verstanden beim Lotto. Oh yeah, sweet money. Jäger sind so crazy. Oh ja, jetzt ein schönes Feature von dem Spiel. Der Geldbeutel ist voll. Münzen, die jetzt drauffallen, laufen Gefahr, dass sie rausfallen oder überschwappen. Und dann fallen sie mir wirklich aus dem Inventar und manchmal ins Wasser und sind weg. Finde ich irgendwie eine nette Idee, diese grafische und physische Darstellung meines Geldbeutels, der wirklich Einfluss aufs Spiel hat. Schön irgendwie. Gefällt mir. Ja. Die sind halt frech, wenn es wenigstens irgendwie so wäre, dass man sagen würde, ich muss den Cursor schnell wegbewegen, ja dann halt im Hauptmenü Werbung. Ich kann es ja auch verstehen, dass diese Server auch Geld kosten und dass das mit dem
Einmalkauf. Naja, aber die haben ja auch einen Ingame-Shop, der auch ganz schön ordentliche Preise hat, finde ich. Wenn man da irgendwie so eine neue Topfpflanze für seine Siedlung haben will, dann sind die eh schon nicht gerade spendabel, was das angeht. Und da oben drauf packen die dann nochmal dieses Abo-Modell. Also man zahlt Vollpreis, soll sich ganz viel Items, nicht nur kosmetische, sondern auch noch welche, die einem wirklich Vorteile bringen, wie so Reparatursets und sowas, im Shop für Echtgeld kaufen und soll dann nochmal ein Abo abschließen für 15 Euro. Sehr viel mehr kann man Spiel echt nicht mehr monetarisieren. Da sollte man sich halt vielleicht irgendwie entscheiden. Dann macht es halt Free-to-Play. Dann sagt keiner was, dass da ein Shop und ein Abo-Modell mit dabei ist. Das ist eh klar. Aber Vollpreis, Abo-Modell, Echtgeld-Shop. Das ist schon ein bisschen echt viel. Wie viel Geld soll man denn deren Meinung nach im Monat so ausgeben am besten für Fallout 76? Naja, wahrscheinlich unbegrenzt. Und das ist eben auch ein Problem, finde ich. Also mich stört das halt, dass es eben ein Vollpreisspiel ist. Aber ein Großteil der Arbeit, des Contents, ist quasi in diesem Shop hinter einer Paywall im Grunde versteckt. Also nicht wirklich eine Paywall, aber du sollst diese ganze Entwicklerarbeit, die in diese Shop-Items fließt, für Echtgeld nochmal draufkaufen, anstatt dass man die nochmal quasi so für Vollpreis kriegt. Finde ich alles nicht gut. Auf jeden Fall. Naja. Fallout in Deutschland. Da kann man echt nicht viel dazu sagen, weil darüber gibt es keine Information. Europa ist den Fallout-Entwicklern schon immer ziemlich wurscht gewesen. Da gibt es keine Lore dazu. Es gab die Ölkriege, die Resource Wars, die Ressourcenkriege, wo sich der Nahe Osten und Europa quasi zerfetzt haben. Es gab sowas Ähnliches wie die EU, aber davon ist wahrscheinlich nichts mehr übrig. Atombomben dürften die allerdings nicht großartig abbekommen haben, aber sind halt quasi runtergewirtschaftet und das ist eigentlich alles. Mehr kann man wirklich nicht dazu sagen. Es gibt ja die Fallout-Fan-Reihe über die einzelnen Bundesländer. Das ist vielleicht so ein bisschen Fallout Deutschland. Mögliche Waffen, die entstanden hätten können. Sowas wie Biowaffen. Ja gut, die Supermutanten sind ja quasi und die Deathclaws sind ja Biowaffen im Grunde. Also hätten sie sein sollen. Sind sie dann auch irgendwie geworden, aber halt nicht mehr gezielt eingesetzt. Just Dance Lorecore, yeah! Wie viel Geld willst du im Monat? Ja! Genau. So. Das Schiff ist schon fertig. Das ist cool. Das war... Das geht auf der ersten Insel ziemlich schnell anscheinend. Jetzt werde ich mal gleich mal hier... losschippern. Ich glaube, ich hätte warten sollen. Ich glaube, wenn ich gewartet hätte, würden jetzt ein paar Handwerker und Bogenschützen mitfahren. Aber das kriegen wir schon hin. Das wird schon. Elder Scrolls Lore würde mich schon sehr interessieren. Aber da hast du bestimmt keinen Bock drauf. Und ist auch zu umfangreich. Das ist eigentlich eher das Problem. Ich habe da durchaus Bock drauf, aber ist einfach super umfangreich. Und ich stecke da überhaupt nicht drin. Ich müsste mich da wirklich von Grund auf reinarbeiten. Und das ist echt viel Arbeit. Und viel Aufwand. Also das dauert lang, bevor ich überhaupt mal anfangen kann, das sinnvolle Videos zu machen. Das ist halt das Hauptproblem eigentlich. Ansonsten hätte ich da schon Bock drauf. Was ich für nächstes Jahr anpeile, wahrscheinlich nächstes Jahr, ist Witcher Lore. Da will ich mich jetzt ein bisschen reinarbeiten nebenbei, damit ich dann nächstes Jahr durchstarten kann. Wenn entweder die neue Netflix-Staffel kommt oder vielleicht ein neues Witcher-Spiel angekündigt wird, will ich da quasi schon bereitstehen mit Lore. Wissen zumindest. Damit ich dann gleich Videos machen kann. Kann ich das überspringen? Ja! Na dann. So. Jetzt wartet mal. Das war die erste Insel. Da kann man schon ein Einhorn und andere Sachen verdienen. Aber wir haben noch nichts davon. Macht auch nichts.
Kommen wir zur zweiten Insel. Versuchen da unser Glück.